Und schon starten wir wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Das ist nämlich gerade ziemlich laut hier alles in dem Raum. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt hier... Oh, ist auf 3. Machen wir mal auf 2. Einfach sicherheitshalber. Ja, und ich bin froh, euch mit den neuen Kopfhörern mit dem neuen Mikro begrüßen zu dürfen. Mit einem backenden Sound und den neuen Kopfhörern möchte ich das Let's Play beginnen. Hier haben wir aufgehört. Wir waren immer noch bei der Custom Story Lost the Lights. Diesmal weiß ich den Namen noch. Ton, hör auf, du nervst. Bitte hör auf. Oh, kann dieser Ton jetzt bitte endlich mal aufhören? Jetzt sag nicht, dass der Ton buggt. Das nervt extrem. Oh, Daniel, well, that did the job. Now quick before the boiler explodes. Oh Gott. Ist da was explodiert? Alter. Nee. 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 Nee, oder? Ich... Läuft jetzt hier der ganze Raum voll? Ich merke das jetzt gerade gar nicht irgendwie. Der wird immer... Ja, der Wasserpegel steigt. Ich kann mich nicht bewegen und der Wasserpegel steigt. Ach du Scheiße. Und das... Die Wassertexturen, sie sind so grausam. Ach du Scheiße. Ich hoffe, das ist jetzt nicht vorbei. Und wir können uns auch nicht ducken. Das ist sehr gut. Wenn wir uns jetzt nicht mal ducken können, um vor irgendwelchen Monstern Schutz zu suchen. Was? Wie denn? Wie denn? Leute, ganz ehrlich. Run fast and block the path. Du bist witzig. Wie soll ich denn das machen? Ich wusste doch nicht mal, dass da was kommt. Also, ich hätte es mir denken können, dass da was kommt. Aber ich habe es nicht gewusst. Scheiße, Mann. Ich kann mich nicht ducken und jetzt muss ich auch noch rennen. Super. Ich hoffe, das Monster kommt jetzt nicht nochmal. Ey, ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Seriously? Ihr wollt mich doch alle verarschen? Ich hab die Tür doch zugemacht. Wieso? Oh. Hm, genau. Ist ja richtig. Vor allem jetzt ist auch keine Tür mehr da. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Natürlich. Links rum. Komm schon. Komm schon. Ach du Scheiße. Komm schon. Daniel, move. Ach du Scheiße. Ihr wollt mich doch alle... Ihr wollt mich doch fertig machen. Oh, komm schon. Oh Gott. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie... The door is blocked. There's too much water. I can't open it. Oh, dann wäre ich ja richtig angearscht gewesen, ey. Oh, ey, endlich raus aus dem Wasser hier. Kotzt mich das an hier mit dem Wasser. Und die Musik hört auf. Das finde ich mal sehr toll. Und das Licht.
Haben wir vielleicht die Custom Story jetzt doch endlich geschafft? Oh, finally, some peace. I realized I didn't find anyone here. What are they? Ein großer Raum mit beruhigender Musik. Das, also, es kommt mir so vor, als wäre das jetzt das Ende. Moment, ich muss mir kurz an der Nase jucken. Ach, danke. Es kommt mir so vor, aber hier sind so viele. Der Raum ist so groß. Sieht aus, als. I've got that strange feeling again in this dark place. I better be pay attention now. Okay. Die Musik. Oh fuck. Warum bin ich hier hingegangen? War das richtig? Oh, und es hieße doch gerade noch besser. Ich soll jetzt besser aufpassen. Shit. Hallo? Mister? Leben Sie? Zufällig? Oh nein. Jetzt sag nicht, das war's. Also, jetzt. Wieso bin ich hier auch lang gelaufen? Hätte doch extra gesagt, ich muss aufpassen. Scheiße. Was ich jetzt hier. What the. Ach, ich stehe mir jetzt an der Decke, ja. Das ist interessant. Ob ich mich vor denen verstecken kann? Ich wette. Das werden jetzt immer mehr an den Säulen, oder was? Oh Mann. Der lebt doch, da ist gar keine Säule. Das ist auch keine Säule. Hier ist auch keine Säule. Oh, strange shit, Digga. Strange shit. Müssen wir warten? Geht es nach Zeit oder heißt es jetzt? Na! Scheiße, es war jetzt bestimmt zu laut durchs Mikro. Oh Gott. Die Wände kommen immer näher. Also links und rechts. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, ne? Dicker. Hau ab! Ich stehe nicht auf Gruppenkuscheln. Ey, du gefällst mir nicht. Geh mal zur Kosmetik. Hier, guck dir mal deinen Kopf an und da die Ohren und du hast ja gar kein Gesicht, Mann. Daumen hast du auch nur noch halb. Och, Leute. Seriously? Komm. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein. Ich habe so das Gefühl, dass der gleich irgendwie wer aufsteht oder sowas. Achso. Get out. Ja, hatte ich doch vor. Und ich kann mich nicht bewegen. Oh nein. Oh nein. Na, jetzt. Musik, Musik, andere Musik. Schöne Musik. Schöne Musik. Oh, das ist so schöne Musik. Ich möchte sie. Nein, die nicht. Tatsache, es geht noch weiter. Ich dachte, die wäre jetzt vorbei. So ein Scheiß. Ich wollte jetzt gerade anfangen zu singen zu der Musik. Mann. Sicher derbe. Krieg ich wohl doch noch einen ganzen Part hin. Es sei denn, das ist jetzt der Ausgang und ich habe jetzt gerade verpeilt, dass
Scheint nicht der Ausgang zu sein. Wir können auch wieder zurück. Das ist sehr gut, weil ich möchte mich erst in dem Raum umsehen, bevor ich weitergehe. Einfach nur sicherheitshalber. Ihr wisst ja, ne? Man kann ja immer was übersehen. Die Musik gefällt mir nicht. Die klingt so bedrohlich. Und es scheint so, als würden wir hier noch mindestens 2 bis 3 Parts sitzen an der Custom Story. Scheint doch noch etwas mehr zu sein, als ich dachte. Ich habe die vielleicht ein wenig unterschätzt. Ich dachte, die wäre nicht so lang. Aber das ist gut versteckt da unten. I got a strange feeling about this. Also da würde man jetzt nicht so auf den Gedanken kommen, dass da so eine Epic-Szene kommt. Also nicht wirklich, ich zumindest nicht. Vielleicht ihr, man weiß es ja nicht. Kann ja sein. Ja, die Stühle fallen schon wieder um. So, dann schauen wir uns doch mal hier um. Dim-dim, was hat denn hier Dim-dim gemacht? Können wir hier fassen? Können wir das Ding aufheben? Nicht, nicht. Alles, beides nicht, nicht. Ein Zettel. I don't know how you opened it. Maybe my husband helped you out. But if it is an emergency, I place the key behind one of the books in the bedroom. But don't go to the basement. One of the workers is locked out. He was haunted by something. I don't know. I just hope you don't need to open it. Meine Frage ist, ich habe mich mit der Punkt hier, dass der in die nächste Zeile verrückt wurde, hat mich gerade ein bisschen irritiert. Sorry, dass ich mich hier gerade so übertrieben verlesen habe, ey. Dear Diary, my mommy locked the metal door with a key. Mommy never says where the key is. My mommy hides it somewhere. Also ich glaube, man sollte das vielleicht ein bisschen psychisch gestört vorlesen. Dear Diary, my mommy locked the metal door with a key. Mommy never says where the key is. My mommy hides it somewhere. Vielleicht kommt es dann besser. Ich weiß ja nicht, müsst ihr jetzt sagen. Ach so, natürlich. Das ist Mordor. Wen es interessiert? Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum es vielleicht in der Form von Spanien ist. Ja, es ist Mordor. Da steht Hispania, einfach mal nicht drauf achten. Also hier ist das Auenland und da ist Gondor, da oben ist Minas Tirith und hier, da wo der rote Punkt ist, das ist, da ist Mordor. Oh, die Tür ist offen. Igitt. In the bedroom. Das hier ist doch der bedroom, wenn ich mich nicht irre. Dear Diary, my mommy never wants to talk about the hidden safe behind the painting. I'm not even allowed to touch the metal door. My mommy says it's not good to go in there. Ziemlich psycho hört sich das an. Und es hieße doch, dass es hinter einem Buch versteckt sei. Aber ich kann hier kein Buch bewegen. Geschweige denn die Megapullen dahinter. Ich glaube aber nicht, dass das hier der Bedroom sein soll. Gucken wir mal weiter. Vielleicht dahin war ja noch eine Tür. So. Die ist sogar auch offen. Aber das ist garantiert nicht der Bedroom. Also das Daddy-Dumm-Bedroom. Der Raum scheint mir useless zu sein. Können ein schönes Feuerchen machen. Okay, das ist kein Teil zum Aufheben. Sehr hell gerade die Custom Story, finde ich mal. Wenn ich es mal anmerken darf. Wenn ich es mal anmerken darf. Siehst doch, ich habe den Schlüssel im Bedroom versteckt, oder? Ich habe jetzt gerade irgendwie... mal gucken. Okay. Oh Gott, Entschuldigung. Ach so.
Da stand ich eben auf dem Tisch und habe gar nicht bemerkt, dass da auch noch Schubladen waren. Und ich merke, ich rotze hier gerade voll meinen Popkiller voll. Oh, Öl. Brauchen wir ja jetzt voll. Aber der Part war ja sehr... naja, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Amnesia, der Custom Story Lost the Lights.